Studieren in Zeiten der Corona-Pandemie. Nicht nur der Alltag von Apotheken hat sich verändert, auch angehende Pharmazeuten merken die Veränderungen durch die Pandemie. Präsenzvorlesungen und Laborpraktika können aufgrund der Kontaktbeschränkung nur im Sparbetrieb laufen. Wir haben uns mal umgehört, wie verschiedene Universitäten und Hochschulen die Pandemie so meistern. Herzlich willkommen an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Wir befinden uns hier im Praktikum des ersten Fachsemesters Pharmazie, der qualitativen anorganischen Analyse, liebevoll auch Ionenlotto genannt. Wie Sie sehen können, können unsere Studierenden auch weiterhin praktisch ausgebildet werden. Allerdings in kleiner Gruppengröße, nur 2 Menschen pro Box, mit ausreichend Abstand, Mundschutz und fest definierten Einlass- und Auslasszeiten. Um unnötiges Durcheinanderlaufen zu vermeiden, haben wir uns ganz schön viel Arbeit gemacht. Sämtliche Chemikalien sind aliquotiert und stehen jeweils für 2 Studierende zur Verfügung. Außer den Laborpraktika in kleinen Gruppen bieten wir unseren Studierenden auch die Möglichkeit an, in hybriden Formaten zu lernen. Hierfür nehmen wir die Versuche im Labor mit Kameras auf und stellen den Studierenden die Messergebnisse zur Auswertung zur Verfügung. Außerdem haben wir sehr gute Erfahrungen mit Peer-to-Peer-Teaching gemacht. Hier können nur wenige Studierende die Versuche im Labor durchführen und diese dann mit ihren KollegInnen in kleinen Videosessions besprechen. Das hat für uns DozentInnen den Vorteil, dass wir keine zusätzliche Arbeit haben. Und für die Studierenden bietet sich die Möglichkeit, gezielt Wissenslücken untereinander zu diskutieren, ohne dass jemand von uns dabei zuschaut. Das funktioniert ganz hervorragend und ich kann allen Kolleginnen und Kollegen an den anderen Universitäten empfehlen, das doch einfach auch mal auszuprobieren. Für den Bereich Vorlesungen und Seminare arbeiten wir praktisch ausschließlich mit gleichwertigen Online-Formaten, während für Praktika in Abhängigkeit vom jeweiligen Fach und auch unter Einhaltung natürlich der sehr stringenten Hygienekonzepte eine Ausgestaltung eines Praktikums tatsächlich möglich ist. Das ist natürlich der Situation geschuldet, dass für Pharmazeuten die praktische Ausbildung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass das für uns eine sehr große logistische Herausforderung darstellt. Wir haben neben dem Tragen einer OP-Maske oder einer FFP2-Maske ein kontrolliertes Eintrittsprozedere, das sehr streng reguliert ist. Wir müssen alle Ihnen auch bekannte Abstandsregeln einhalten und umsetzen, was bedeutet, dass in den Praktikumsräumen nur wenige Personen sich aufhalten dürfen und damit nur eingeschränkt auch Praktikumsversuche möglich sind. Das heißt also, wir führen ein Praktikum durch. Letztendlich ist das aber immer in etwas geringerer Form mit weniger Experimenten machbar, als das üblicherweise der Fall ist. Ein ganz zentrales Element hier an der Universität für unser Hygienekonzept ist die Kontaktverfolgung mit dem sogenannten Darf-ich-rein-System, wo per Smartphone ein QR-Code beim Betreten der Praktikumsräume eingescannt wird, um hinterher Kontaktmöglichkeiten und Interaktionen auch nachvollziehen zu können. Also unser Praktikum lief trotz Corona-Bedingungen echt reibungslos und super ab und ich bin den Assistenten echt dankbar, dass wir das überhaupt durchziehen konnten. Ohne zusätzliche Hochschulpackmittel hätten wir mit unserer auf Kante genähten Personaldecke die zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie nicht schultern können.